So, hier ein kleines Infovideo, nämlich es geht um den kostenlosen Skin, den wir an diesem Wochenende gewinnen können. Bevor wir aber darauf eingehen, muss ich erstmal wieder Danke sagen an drei Menschen, die mich heute wieder ein bisschen finanziell unterstützt haben. Das ist einmal Phantom Pro. Erstmal danke, dass du deine Mitgliedschaft verlängert hast. Wie gesagt, er gehört jetzt wieder zur Familie, hat mal kurz 2 Tage Pause gemacht, also herzlich willkommen erstmal wieder. Dann muss ich Danke sagen an TL-Kuma-. Danke für deine 2,29 € und ja, ich gönne mir mal. Und natürlich geht ein Gruß raus an Taya2020. Sie hat 3,49 € gespendet, also auch an dich. Liebe Grüße gehen raus und du siehst ja oben rechts stehst du immer noch. So, jetzt gehen wir auf den Skin ein. Was müssen wir dafür tun? Als allererstes seht ihr hier, so sieht das dann aus, wenn ihr jetzt Folgendes gemacht habt. So, wir gehen hier in die Einstellungen, gehen dann auf die Verbindungen. Wo ist das Ganze? Genau hier oben, wo das Hauptzahnrad ist. Gehen hier bei Spielersuche Region auf Ozeanien. Also jetzt im Moment werdet ihr wahrscheinlich entweder auf Auto stehen oder eben auf Europa, denke ich mal. Da stehen die meisten jetzt. Wenn ihr da aber, keine Ahnung, bei Brasilien seid oder Nahe Osten oder so, dann dürft ihr euch natürlich nicht wundern, dass ihr einen ziemlich hohen Ping habt. Weil die Millisekunden ist halt die Ping-Anzahl. Das heißt einfach, die Verbindung von euch zum Hauptsurfer ist einfach schlechter. Aus dem Grund so niedrig wie möglich. Am besten wäre so 3, 4, 5. So, aber wir müssen nicht nach Europa. Wir müssen auch nicht automatisch suchen, weil Europa ist natürlich für uns das Nächste. Wir müssen nach Ozeanien. Ich habe zwar jetzt auch gesehen, es würde, glaube ich, auch Asien gehen, aber ich gehe hier auf Nummer sicher und nehme Ozeanien, so wie es im Prinzip alle gemacht haben. Und dann werdet ihr halt, wenn ihr dann euch nochmal ausloggt und wieder einloggt, werdet ihr auch diesen Cup haben. Definitiv. Also den Tipp kann ich euch schon mal geben, weil sonst werdet ihr diesen Cup hier nicht sehen in eurer Liste. Also achtet darauf, dass ihr Ozeanien nehmt oder probiert es halt aus mit Asien, dann habt ihr ein bisschen besseren Ping. Aber im Prinzip alle in der Runde werden den besseren Ping dann haben. Also im Prinzip wäre es gleich, glaube ich, sogar besser, wenn man den schlechteren Ping hat. So, um was geht es da überhaupt bei dem komischen Cup? Also in erster Linie, es ist, glaube ich, ein Solo-Cup, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja, ein Solo-Summer-Smash-Cup. Der findet in Australien statt, aber wir können uns natürlich rüber joinen. Hier kurz die Info, der Summer-Smash-Cup ist offen für alle berechtigten Spieler aus allen Arena-Rängen. Also es heißt, ihr müsst, ich würde, was heißt, alle Arena-Rängen? Bedeutet eigentlich, klar, aus allen Arena-Rängen, aber man muss eigentlich definitiv einen Arena-Rang haben. Bedeutet, spielt besser eine Runde Arena, bevor ihr vielleicht doch nicht reinkommt. Also den Tipp würde ich euch schon noch geben. Sicher bin ich mir da nicht, aber geht lieber auf Nummer sicher. So, dann mach mit und erhalte die Gelegenheit, kosmetische Gegenstände zu gewinnen. Je besser du dich platzierst, desto mehr Belohnungen kannst du dir sichern. Die vollständigen Regeln, Teilnahmebedingungen sind auf www.epic bla bla bla. So, was bekommen wir für den epischen Sieg? 3 Punkte, für Top 5 2, Top 15 auch 2, Top 25 3 und für jeden Kill 1 Punkt. Heißt also im Prinzip, wenn wir es schaffen, unter die Top 5 zu kommen, haben wir schon 5, 7 Punkte. Jetzt könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Klar, ihr könnt einen guten Start haben, macht eure 3 Kills. Das Problem ist, wenn ihr es dann nicht mehr schafft, in die Top 25 zu kommen, wie viele Punkte habt ihr dann? Genau, nur 3. Schafft ihr es dann noch in die Top 25, habt ihr 6. Aber wenn ihr dann sterbt, also hier würde ich echt empfehlen, die defensive Variante zu gehen. Also so werde ich das Ganze angehen. Ich habe vor, das Ganze morgen früh auch zu streamen. Also wie ihr seht, die Eventzeiten sind ja von morgen 9 Uhr bis 12 Uhr ist ein Cup. Also es wird nicht zusammen addiert, sondern ein Cup ist das. Und dann gibt es nochmal den Summer Smash Cup am 2.2. auch von 9 bis 12 Uhr. Also ihr müsst nicht an beiden teilnehmen, aber ganz ehrlich, ich nehme lieber zweimal dran teil, außer ich werde natürlich am Sonntagmorgen eventuell schon Belohnungen bekommen. Dann werde ich es versuchen, falls ich nicht unter die bestimmte Prozentzahl komme, die ich euch gleich verraten werde, dann werde ich es natürlich nochmal versuchen.
Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es das so weit geschafft habt, dann würde ich euch echt empfehlen, macht lieber beide Tage. So, dann gehen wir gerade mal hier drauf. Und was gibt es zu gewinnen? Also, wenn ihr nur teilnehmt, eine Runde spielt, ich schätze mal, einen Punkt sollte man schon kriegen. Dann, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Hier steht halt Top 100%, heißt im Prinzip alle, die teilgenommen haben. Die Frage ist nur, werdet ihr gewertet, wenn ihr 0 Punkte habt? Das ist halt jetzt die große Frage. Also da würde ich auf Nummer sicher gehen, wenigstens einen Punkt holen. Entweder macht einen Kill oder kommt unter die Top 25. So, was bekommen wir dann? Ein ungewöhnlich Quokka Sprayemotiv, ein ungewöhnlich Rosé oder Rose, auch Sprayemotiv und ein ungewöhnlich Chaka Sprayemotiv. Spray, ganz, ganz genau. So, das heißt, wenn wir auf jeden Fall teilgenommen haben. Wenn wir es schaffen, unter die besser als die Hälfte der Teilnehmer zu kommen, bekommen wir einen seltenen Farbfleck Lackierung. Hört sich komisch an, aber wir bekommen halt einfach eine Lackierung. Wie die genau aussieht, müssen wir dann einfach mal schauen, aber hört sich auf jeden Fall nice an. Dann haben wir die Top 25, da bekommen wir dann eine Pickaxe geschenkt. Und jetzt kommt's, ihr bekommt den Skin erst geschenkt, wenn ihr unter den Top 10% seid. 10% ist, hört sich zwar eigentlich ziemlich viel an, aber ich glaube, man muss die 3 Stunden definitiv durchspielen. Die Frage ist halt, wie aktiv werden alle spielen? Wenn natürlich nur Schwitzer mitspielen, sage ich jetzt mal allgemein, wird das Ganze natürlich schwieriger. Also ich würde wirklich die 3 Stunden voll durchziehen, um zu gucken, wie viele Punkte man holen kann. Lieber auf Nummer sicher gegangen, als am Ende, auch nö, wird schon reichen. Also da seid ihr, glaube ich, mal nicht zu sicher, weil der Skin ist, denke ich mal, doch ziemlich beliebt. Er wird selten sein, weil er natürlich nur einmal zu bekommen ist. Also da würde ich euch halt wirklich empfehlen, spielt die 3 Stunden einfach durch, so viele Punkte sammeln wie möglich und dann einfach voll durchziehen. So, was haben wir hier noch? Das haben wir schon. So, das war das, was das Turnier betrifft. Zurück, zurück, zurück. Jetzt gerade, ne, morgen fängt ja das nächste an. So, dann haben wir noch den Itemshop, aber da habe ich heute Morgen schon das Video gemacht. Wie gesagt, hier die 2 Tänze. Für alle, die es nicht verstehen, was ich da mache. Also hier den Tanz und hier den Tanz. Ich habe mich jetzt extra nochmal schlau gemacht. Die Musik, die ihr da hört im Hintergrund von dem Tanz, die ist wirklich Copyright. Also die ist komplett frei. Also es gibt keinen Kopierschutz dafür. Also no copyright. Deshalb steht auch immer im Titel no copyright music. Das heißt, ihr dürft genau diese Musik verwenden für eure eigenen YouTube-Videos. Weil wir wissen alle, nehmen wir Musik, die irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Capital Bra oder irgendwas. Wenn wir das nehmen, bekommen wir wahrscheinlich direkt einen Strike, weil wir einfach Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Deshalb lade ich euch einfach diese Musik hoch, deshalb auf 15 Minuten, weil die meisten machen ja ein Video 10 Minuten, 11, 12, 13. Wenn sie es natürlich höher machen, müssen sie sich das Video eventuell sogar runterladen und einfach in Dauerschleife abspielen lassen. Aber so ist halt die Möglichkeit, an kostengünstige, also was heißt kostengünstige, an kostenlose Musik dran zu kommen, weil ihr könnt sie halt verwenden, weil wenn ihr euch mal bei YouTube die freie Musik anguckt, die ist nicht ganz so toll. Und wenn ihr euch dann auch noch bei No Copyright Sounds die Musik anguckt, die ist zwar gut zu gebrauchen, aber aus alten YouTube-Zeiten von mir, wo ich mal irgendwie so kleinen Kram angefangen habe, was FIFA betrifft, Call of Duty, kann ich euch sagen, ihr bekommt keinen grünen Haken hin. Das liegt einfach daran, dass selbst No Copyright Sounds inzwischen denkt, jetzt verwenden alle unsere Musik. Das ist aber eigentlich auch nicht so toll. Warum verdienen wir eigentlich nicht mit daran? Also wird der Haken schon gelb. Weil ihr sagt dann einfach, okay, ich gebe denen von meinen Einnahmen noch einen Teil ab. Was bedeutet das? Ihr bekommt nicht den vollen Gewinn, was ihr quasi mit euren Videos einnehmen könntet. Will man natürlich auch nicht. Klar, die machen zwar gute Musik, aber wenn es noch andere Lieder gibt, warum sollte man die nicht auch noch nutzen? Und das ist halt jetzt einfach nur mal kurz die Erklärung, warum ich die ganzen Tänze mit der Musik reinnehme. Weil in den Kommentaren steht immer wieder, warum machst du das? Welchen Sinn hat das? Gefällt mir überhaupt nicht. Warum bringst du so einen Mist? Das ist halt wirklich die Erklärung dafür.
Also für alle, die YouTube machen oder anfangen wollen, können sich gerne die Musik von mir holen als Hintergrund und darauf sein Video abspielen. So, dann damit haben wir das Thema dann auch durch. Und dann würde ich sagen, denke ich mal, sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr. Falls ich schon online bin, dann natürlich bis gleich. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.